Dass das Handelsvergütter verdienen. Hat sie gesagt, wie machst du das? Ja, dann sagt er, gehen wir einkaufen. Er sagt, du hast Mini-Rucker, einen Netzstrumpfhose, eine Handtasche. Hat sie gesagt, bist du ein Deppert? Hat gesagt, das kann ich ja auch nicht. Hat er gesagt, mach alles, ich stell dich in die Straßen und dann machst du was nicht weißt. Ich stell dich hinter den nächsten Baum und fragst mich. Bist du in die Straße gestanden, bleibt schon einer stehen. Hat er gesagt, was soll's denn kosten? Hat sie gesagt, Moment, muss ich ihn mal fragen. Ist hinter dem Baum da wieder sagt, da bleibt schon einer stehen, was soll ich denn verlangen? Hat er gesagt, 100 Euro kannst du schon nehmen, das bist leicht wert. Ist wieder viel gegangen und sagt, 100 Euro kostet es. Hat er gesagt, das passt, steig ein. Vor einer 20 Meter viel, ich tue die Geldtasche raus, er sagt, der Scheiße. Jetzt habe ich nicht 80 Euro. Geht es 80 Euro auch? Hat sie gesagt, Moment, muss ich ihn mal fragen. Ist wieder zurückgerannt hinter dem Baum und sagt, der hat nicht 80 Euro. Soll ich ihm 80 Euro auch tun? Dann hat er gesagt, ja, Frage, du hast es um 80 Euro, wir brauchen ja Geld, aber nicht alles. Mit 80 Euro musst du meine Abstriche machen. Ist wieder eins, ich hat gesagt, ja, geht um 80 Euro auch, aber nicht alles. Hat er gesagt, passt schon. Fahrt wieder 20 Meter, viele bleibt stehen. Du hast Hosenlage, hat sie gesagt, Moment, muss ich nur mal zum Mann gehen. Ist wieder zurückgerannt, hat gesagt, kannst du nicht um 20 reichen.